Moin und herzlich willkommen zum nächsten Update der Transport Fever 2 Schwimmerkanal. Also zu meiner Transport Fever 2 Schwimmerkanal. Naja, komisch. Wenn es eine andere wäre. Nun gut, ja, lange Zeit kam nichts von Transport Fever 2. Den Grund erkläre ich einmal eben fix. Und zwar hatte ich ein Projekt angefangen mit Transport Fever 2. Das war nämlich das Projekt Ernzach. Und Ernzach war eine Stadt, die ich vor einem Jahr im Omni 2 Editor gebaut habe. Und die wollte ich nun in Transport Fever 2 nachbauen. Allerdings, ich hatte wenig Video- und Bildmaterial und ich hätte über die Hälfte der Stadt aus meinem Kopf hervorkramen müssen. Und ich war am Rande des Wahnsinns und es hat irgendwie keinen Spaß gemacht, sich da so dran erinnern. Und es sah auch nicht so aus, wie das, ich nenne es mal richtige Ernzach. Und deswegen habe ich es gelassen. Nachdem ich mich dazu entschieden habe, das zu lassen, muss ich aber natürlich erstmal wieder was bauen, damit es zeigenswert ist für ein neues Update der Karte. Ja, und das habe ich jetzt getan. Es ging diesmal nicht zur Ausgestaltung. Da habe ich, glaube ich, nur den Hof hier gebaut mit so einer kleinen Kneipe hier, wo die so ein bisschen abhängen und so. Auf jeden Fall, genau, das ist hier einfach geschehen, hier so ein kleiner Hinterhof. Genau, und die Kinder hier, die spielen Basketball. So ein paar, ja, halt ein Hinterhof, so fertig. Muss ich jetzt nicht viel zeigen, ich werde das Video wieder nicht so lang machen. Aber Schienenbau, ja, Schienenbau, Gleisbau ist endlich über die Bühne gebracht worden, wie es Hans Dampf so schön sagen würde. Hauptbahnhof ist entstanden mit Gleisvorfeld. Das hat ewig gedauert, immer wieder. Ich glaube, das war der vierte Versuch, bei dem ich es jetzt lasse. Drei Versuche davor habe ich wieder komplett abgerissen. Ja, dann geht's hier mit Steigung. Geht's hier so ein bisschen weiter weg. Hier, diese Gleise sind für die Güterzüge, die nämlich hier durchrattern. Schön mit einer Ludi. und bisher geht es ja nicht weiter. Da plumpsen die Züge zurzeit ins Wasser. Das ist aber keine Sorge, das wird natürlich hier noch weitergeführt, die Strecke. Und dann, was sehr cool ist, wie ich finde, ich persönlich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich muss einfach sagen, ich mag das allgemein so mit diesen vielen Schienen. Und zwar ist hier ein Bahnbetriebswerk entstanden. Ich weiß, es gibt, glaube ich, noch den Namen Bereitstellungswerk. Oder kann das sein? Ich bin mir da nicht so sicher. Schreibt das gerne mal, wenn ihr es wisst, in die Kommentare für mich, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe jetzt bisher, wenn ich auf Discord mal was gepostet habe oder so, habe ich immer geschrieben, das Bahnbetriebswerk. Aber ich glaube, Bereitstellungswerk kann man auch sagen. Ja, auf jeden Fall, hier fahren so ein paar Züge hinterher. Das hier ist so ein kleiner Bauzug oder Materialienzug, der schöne BR 212 vorne dran. Und zwar bringt die, also, beziehungsweise die fährt zwischen hier und, ich glaube, hier hin und her. Und das ist halt so eine Betriebswerkbahn, die so ein paar Sachen, weil im Betriebswerk wird natürlich auch so ein bisschen gewartet. Da ist hier ein Motor oder zwei Motoren drin oder sowas. Kabelrollen und Schienen für so ein bisschen Gleisbau. Da wollte ich hier nochmal, wenn es, ich glaube, es gibt ja auf jeden Fall diese als Assets und so, diese Gleissachen. Ob es Gleisbauwagen gibt, weiß ich gerade gar nicht. Also, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es da welche gibt. Würde ich gerne mal wissen, ob es davon was gibt. Ich denke mal schon, aber habe ich bisher noch nichts gesehen. Also, wisst ihr, was ich meine? So richtige gelbe Baufahrzeuge dann. Die würde ich dann nämlich gerne hier hinstellen. Dass die dann hier stehen. Natürlich wird hier alles noch ausdekoriert. Keine Sorge. Es wird hier alles noch gemacht. Auf jeden Fall. Dann hier steht schon mal eine schöne Ludi. Ich musste die einfach mit drauf packen. Ohne
Ohne Ludmilla geht gar nichts bei mir. Also doch schon, aber wie sagt man, das ist doch auch sowas zum Spruch, ein Leben ohne Ludmilla ist möglich, aber ein Leben ohne Ludmilla ist geht, aber ist oder so. Ne, ihr wisst was ich meine. Auf jeden Fall dann hier dieser Zug, das ist eigentlich kein richtiger Zug, sondern es ist einfach nur diese beiden stehen hier und da wurden einfach irgendwelche Sachen dran gekoppelt. Da wären alles 185er, bis auf die hier, das ist eine, ach Gott, welche Baureihe? 495, glaube ich, auf jeden Fall so eine Trax 2 da, müsste das sein. Dann hier, so ein alter Dosto, huch, da fährt sich 212 vorbei. Dann hier nochmal so ein schöner Wagen und ein leerer Rungenwagen und noch ein Rungenwagen gefüllt, in Anführungszeichen, beladen mit Schienen und hinten dran noch eine Vectron geklatscht, wie gesagt. Das ist kein wirklicher Zug, das ist das steht da einfach nur alles rum und die werden da eine Zeit für Zeit angekoppelt. Und zu guter Letzt fährt noch hier noch eine V90 herum. Die macht wirklich gerade gar nichts, außer von hier vorne bis hier hinten fahren. Und das Geheimnis für alle, die sowas jetzt auch bauen wollen, dass die Züge fahren und so. Ja, das Geheimnis ist dieses Chaos hier. Das ist nämlich, hier habe ich ein Depot, dann Frachtterminal, Güter. Güterterminal und Personen. Bahnhof in ein paar Spitzkehre. Und so habe ich dann Linien, ne, hier. Oh, das ist sowas, was ich an NEP nicht mag. Das ist viel zu grell. Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank diese Funktion. Hier ist das eigentlich ja gut. So. Oder Quatsch, da gibt es auch hier. Genau, so. Da fahren jetzt einfach hier irgendwie hin und her. Ja, da will ich hier noch auf jeden Fall was machen. Dass dort dann ein paar Züge rollen, fahren oder auch nicht stehen. Genau. Was gibt es sonst noch so zu zeigen? Hier die Regionalbahn, die fährt bisher, aber wirklich bisher nur, hier entlang bis zur Haltestelle Kenzing Nord. Weil, habe ich ja schon mal gezeigt, das hier ist Norden. Im Norden der Stadt. Die Stadt, einmal kurz Überblick, soll in die Richtung bis hierhin ungefähr gehen. Und dann vielleicht hier noch oder auch nur hier. Und dann auf jeden Fall hier noch so ein bisschen. Hier wird der Wald sicher noch gerodet. Und hier vorbei. Und hier kommt ein Industriegebiet hin. Da habe ich den Plan nochmal ein kleines Häfchen. Sieht schon ziemlich gut aus. Aber das Video ist schon wieder ewig lang. Ich danke euch natürlich auch fürs Zusehen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüsschen. Ach nee. Mann. Ich bin so bescheuert. Warum bin ich so bescheuert? Ich sitze.